Fleisch und Ehre, der trocknet die Meere. Doch unser Verb so sehr, lässt rinnen schöne Bär.
Fleisch und Ehre, der trocknet die Meere. Doch unser Blatt so sehr, lässt rinnen schöne Bär. Adonai, Eloheichem, Emet.
Shalom, ein herzliches Willkommen Ihnen allen in aller Welt vor den Bildschirmen zu einem besonderen Konzert, zu einer Geburtstagsfeier der besonderen Art. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum Konzert Louis 200, das Lewandowski-Festjubiläum in diesem Jahr. Vor exakt 200 Jahren ist Louis Lewandowski in Wreschen bei Posen geboren. Und sicherlich hat damals in diesem kleinen Städtel irgendwo weit weg von Berlin kaum einer daran gedacht, dass aus ihm einst der großartige Musiker und Komponist und wesentliche Reformator der musikalischen Liturgie werden würde. Diesen großartigen Weg hat er in einer besonderen Art und Weise im 19. Jahrhundert dann in Berlin vollzogen. Er war der erste Jude, der an der Königlichen Akademie der Künste sich einschreiben durfte. Er war auch in besonderem Maße prägend für die musikalische Szene. Wir wissen alle um sein großartiges schöpferisches Oeuvre, seine vielen Kompositionen. Und er hat auch entsprechende Würdigungen erfahren. So trug er den Titel eines königlich preußischen Musikdirektors und war auch Professor für Musik an der Akademie der Künste. Dieser große Mann begeistert heute Synagogalchöre und nicht nur diese, in aller Welt. Wir freuen uns sehr, dass viele Chöre uns musikalische Grüße zugeschickt haben, die wir in geeigneter Weise auch veröffentlichen wollen. Und es ist eine überwältigende Solidarität und eine große Sehnsucht dabei, sich endlich wiederzusehen bei einem unserer Louis Lewandowski Festivals, von denen wir 10 bereits in Berlin durchgeführt haben. Das letzte natürlich auch virtuell und leider nicht in direkter Präsenz. Wie dem auch sei, ich darf Sie auch im Namen meiner künstlerischen Leiterin Regina Jantjan recht herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, lieber Klaus, dass du als Bürgermeister und Kultursenator von Berlin uns die Ehre gibst und auch hier dabei sein wirst. Und mir ist es leider aus persönlichen Gründen nicht vergönnt, in der Synagoge anwesend zu sein. Ich beneide euch alle. Ich wünsche ein wunderbares Konzert, werde das natürlich hier miterleben. Und wir hoffen alle gemeinsam darauf, dass wir uns bald wieder wirklich in die Arme nehmen können, spätestens beim 11. Louis Lewandowski Festival im Dezember 2021 in Berlin. Vielen Dank und ein schönes Konzert, einen schönen Abend wünschen wir Ihnen und euch allen.
Shalom und herzlichen Glückwunsch, Louis Lewandowski, zum 200. Geburtstag und guten Tag, liebe Zuschauende und Zuhörende an den Endgeräten. Einer, von dem weiß ich, dass er jetzt zuschaut und zuhört, das ist Niels Busch-Petersen, so ein bisschen derjenige, der diese Dinge, solche Veranstaltungen wie heute, immer wieder ermöglicht und betreibt als Vorsitzender des Freundeskreises des Louis Lewandowski Festivals. Aber es sind auch andere Menschen heute hier. Und wenn ich sage, herzlichen Glückwunsch, Louis Lewandowski, Niels Busch-Petersen hat schon ganz viel über seine Biografie, über sein Leben erzählt vorhin, dann sage ich an dieser Stelle, ja, das war ein Berliner jüdisch-deutscher Komponist, der damals Wegbereiter war für eine neue Form von Synagogalmusik. Und dass wir uns seiner und seines Werks, vor allem seines Erbes, erinnern, das hat was damit zu tun, dass es eine große Fangemeinde inzwischen gibt, der ich mich auch zugehörig zähle. Die Idee für das heutige Geburtstagsfestival ist entstanden im Nachgang zu dem schon mal unter Pandemiebedingungen und mit Stream hier aus der Synagoge Riekestraße gesendeten Abschlusskonzert des Louis Lewandowski Festival im vergangenen Jahr. Und jetzt kommt der Dank. Der Dank gilt natürlich all denjenigen, die hier heute dabei sind, die dafür sorgen, dass virtuell und akustisch Sie an den Endgeräten heute bei uns sein können. Das ist zuallererst Regina Jantjan und das Berliner Synagogalensemble. Das sind darüber hinaus die Kantoren Löwenheim, Schäffer und Fahlenkamp. Das ist auch inzwischen bewährterweise, muss man sagen, Jürgen Geiger an der Orgel. Und das sind die SolistInnen, die heute mit auftreten. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die heute hier nicht auf der Bühne stehen. Ich freue mich, dass Rabbiner Boris Ronis heute hier ist, der hier in der Synagoge sonst zum Gottesdienst seine Rolle wahrnimmt, seine Aufgabe wahrnimmt. Ich freue mich, dass die Technik das hier heute ermöglicht und ganz, ganz viele fleißige Menschen, die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass diese Veranstaltung heute stattfinden kann. Und ich freue mich jetzt auf ein großartiges Konzert und wünsche Ihnen möglichst verbindungsstörungsfreie Begeisterung zu Hause. Vielen, vielen Dank.
Thank you.
Yemina na na ya sa ha yi, yemina.
תיקח ממנו, אל תשליחנו לעץ זקנה, כי חלוץ Adonai El
Thank you.
Ob sich senket die Nacht empor.